äußern. So, da hier vorn durch den Sitzungsvorstand die Anzahl der Abgeordneten zur Feststellung der Beschlussfähigkeit in dieser Weise nicht festzustellen ist, bitte ich jetzt alle Kolleginnen und Kollegen, den Saal zu verlassen. Wir kommen zum Hammelsprung, welcher gleichzeitig der Feststellung der Beschlussfähigkeit dient. Es kommt also für diejenigen, die noch nicht so lange dabei sind, und in dieser Legislatur hatten wir meines Wissens diese Situation noch nicht, Paragraph 51 unserer Geschäftsordnung entsprechend zur Anwendung. Und während Sie jetzt den Saal verlassen, erkläre ich auch denjenigen, die noch nicht wissen, wie es funktioniert, alle anderen können das bitte schon mal zügig tun, damit wir hier vorwärts kommen. Wenn Sie alle den Saal verlassen haben, sammeln Sie sich bitte dort drüben in der Westlobby. Und wir haben Vorsorge getroffen. Über einer Tür ist das Wort Ja vermerkt. Wenn Sie durch eben diese Tür den Saal wieder betreten, das heißt, das ist natürlich Unsinn, Sie können durch alle Türen den Saal betreten, wir haben ja keine Sachabstimmung. Also, Sie werden beim Betreten des Saales gezählt und wenn ich dann am Ende der Abstimmung weiß, wie viele Abgeordnete an eben dieser Abstimmung teilgenommen haben, wird der Sitzungsvorstand feststellen, ob die Beschlussfähigkeit gegeben ist oder nicht. Wenn eben diese nicht gegeben wäre, haben wir auch hier Vorsorge getroffen. Ich bitte diejenigen, die das noch nicht beherrschen, vielleicht in der Zwischenzeit auch in der Geschäftsordnung nachzulesen, wie es weitergeht. Aber zuallererst bitte ich jetzt, den Saal zu verlassen. Man kann ja vielleicht auch auf dem Weg nach draußen notwendige Gespräche führen. Ich bitte im Übrigen die Schriftführerinnen und Schriftführer, die für diesen Fall vorgesehen sind, nun schon mal bitte ihren Arbeitsplatz an den Türen in der Westlobby einzunehmen.
der Welt. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, die offensichtlich noch großen Bedarf an Abstimmung haben, so langsam aber sicher diese Abstimmung auch in diese Richtung zu verlegen, zur Westlobby. Ich bitte gleichzeitig darum, mir zu signalisieren, ob alle drei Türen mit den notwendigen Schriftführerinnen und Schriftführern besetzt sind. Das ist nämlich eine zweite Voraussetzung für eine solche Abstimmung. Also die erste Voraussetzung ist, dass der Saal leer ist. Und da bitte ich jetzt die Kolleginnen und Kollegen Parlamentarier, sich aus dem Saal zu entfernen. Ich kann die Abstimmung erst dann eröffnen, wenn tatsächlich alle Parlamentarier den Saal verlassen haben. Die Türen auf den anderen Seiten sind schon verschlossen, das heißt, es kann auch keiner wieder reinkommen. Thank you.
mir das nämlich zuvor schon zu Protokoll. Ich wusste was. Die Frau hat sehr recht. Ein Großteil der Kolleginnen und Kollegen schon hinter der letzten Stuhlreihe angelangt ist. Ich bitte jetzt auch diejenigen, die was auch immer noch hier vorn zu erledigen hatten, sich bitte zu den Ausgängen der Westlobby zu begeben. Kolleginnen und Kollegen, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit für erst einmal ein paar geschäftsleitende Hinweise. Und dazu lese ich Ihnen die wörtliche Formulierung für diesen Fall, der hier gerade eingetreten ist, aus der Geschäftsordnung vor und bitte darum, dass mir bitte eine Schriftführerin mir mal hilft, dafür zu sorgen, dass das Mikrofon... Das Mikrofon auch in der Lobby anbleibt. Hören. Ja. Bin ich auch in der Lobby zu hören? Ich danke Ihnen für diesen Hinweis. Ich verlese den Paragraphen 45 Artikel 2. Wird vor Beginn einer Abstimmung die Beschlussfähigkeit von einer Fraktion oder von anwesenden 5 von 100 der Mitglieder des Bundestages bezweifelt und auch vom Sitzungsvorstand nicht einmütig bejaht oder wird die Beschlussfähigkeit vom Sitzungsvorstand in Einvernehmen mit den Fraktionen bezweifelt, so ist in Verbindung, und das ist jetzt wichtig, in Verbindung mit der Abstimmung die Beschlussfähigkeit durch Zählung der Stimmen nach § 51 im Laufe einer Kernzeitdebatte im Verfahren nach § 52, kommt jetzt hier nicht in Frage, festzustellen. Der Präsident kann die Abstimmung auf kurze Zeit aussetzen. So, diese kurze Zeit haben wir jetzt gerade in Anspruch genommen, soweit ich es überblicke.
haben auch fast alle Kolleginnen und Kollegen den Saal verlassen. Und jetzt kommen wir zu der Komplikation. Ich korrigiere mich. Sie können nicht jetzt durch alle Türen gleichzeitig zur Feststellung der Beschlussfähigkeit hereinkommen. Wir müssen, so wie ich es gerade verlesen habe, die Feststellung der Beschlussfähigkeit mit der ausstehenden Abstimmung, die ich schon aufgerufen hatte, über die Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 435 und 448 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse gleichzeitig abstimmen. So, und jetzt kommt die Herausforderung. Diejenigen, die der Überweisung eben dieser Drucksachen zustimmen, betreten gleich, wenn ich diese Abstimmung eröffne, den Saal durch die Tür, über dem das Wort Ja zu lesen ist. Diejenigen, die beabsichtigen, dieser Überweisung nicht zuzustimmen, kommen durch die Tür mit dem Nein. Sollte es Kolleginnen und Kollegen geben, die nicht wissen, ob sie der Überweisung zustimmen wollen oder nicht, sich also enthalten wollen, diese Kolleginnen und Kollegen kommen durch die Tür Enthaltung. Ist das erstmal vom Grundsatz her verstanden? Sie werden an der Tür, durch die Sie den Saal betreten, also gleich mit Ihrem Abstimmungsverhalten einerseits gezählt und registriert. Gleichzeitig stellen wir dann, indem wir die Abstimmungsergebnisse an der Ja-Tür, an der Nein-Tür und an der Enthaltungstür dann zum Schluss summieren, fest, wie viele Abgeordnete überhaupt an der Abstimmung teilgenommen haben, und können dann überprüfen, ob das notwendige Quorum zur Beschlussfähigkeit erreicht ist oder ob die Vermutung der antragstellenden Fraktion richtig ist, dass die Beschlussfähigkeit im Moment nicht gegeben ist. Alles verstanden? Prima, sind alle Schriftführer an dem angegebenen Ort? Wunderbar, dann bitte ich nur, wenn sich herauskristallisieren sollte, dass der Andrang an einer Tür besonders hoch ist, dass diejenigen, die durch diese Tür den Saal betreten haben, sich möglichst bald in die Reihen ihrer Fraktion hier nach vorn begeben, damit die nachrückenden Kolleginnen und Kollegen dann auch zügig abstimmen können. Ich eröffne die Abstimmung. Ich sollte jetzt mal langsam anfangen, gemeinsam zu spielen.
wenn wir dann behaupten, die AfD Thank you.
bitte, mir mal ein Signal zu geben von den Schriftführerinnen und Schriftführern an den Türen, ob sie noch Kolleginnen und Kollegen sichten, die noch nicht an der Abstimmung teilnehmen konnten, ihnen zu signalisieren, dass die Türen jetzt nach unserer Wahrnehmung nicht mehr ganz so überfüllt sind. Aber wie gesagt, wir können von hier vorne nicht erkennen, ob irgendjemand daran gehindert ist, den Saal zu betreten, oder aber ob die Menschen, die dort in der Westlobby unterwegs sind, gar keine Abgeordneten sind. Also ich bitte dann, die Abstimmung voranzutreiben. Also es heißt, es sind noch Abgeordnete dabei, den Saal zu betreten, indem ich ihrem Zeichen. Wir wissen nicht, an welchen Feierlichkeiten wir hier gerade teilhaben, aber ich bitte darum jetzt um das Zeichen, deute ich das Zeichen richtig, ich schließe die Abstimmung, ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, mir das Ergebnis zu übermitteln. Es ist zumindest offensichtlich, dass für jeden anwesenden Kollegen und jede anwesende Kollegin in jedem Fall ein Sitzplatz vorhanden ist. Insofern bitte ich auch darum, dass bevor ich jetzt hier zum Abstimmungsergebnis komme, dass erstmal alle eben einen solchen Platz einnehmen, um den Verhandlungen hier entsprechend folgen zu können. Unsere
Verabredung, was das Thema Foto- und Filmaufnahmen im Plenum des Bundestages betrifft. Die Schriftführerinnen und Schriftführer haben mir das Ergebnis der Abstimmung durch Auszählung mitgeteilt. An der Abstimmung haben 312 Kolleginnen und Kollegen teilgenommen. Ich bitte es mir zu ermöglichen, das vollständige Abstimmungsergebnis hier bekannt zu geben. 312 Kolleginnen und Kollegen haben für die Überweisung der Vorlagen in die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse gestimmt. Da zur Beschlussfähigkeit des Deutschen Bundestages jedoch 355 Stimmen erforderlich sind, stelle ich erstens fest, dass damit die Ausschussüberweisung der Vorlagen, welche wir hier debattiert haben, nicht beschlossen ist und gleichzeitig stelle ich fest, dass das Haus somit nicht beschlussfähig ist. Infolge der Beschlussunfähigkeit hebe ich die Sitzung gemäß § 45 Absatz 3 unserer Geschäftsordnung noch nicht auf, weil ich muss, bevor ich das tue, jetzt mal formal Ihnen noch erklären, was ich noch alles tue. Außerdem, wenn ich die Sitzung aufhebe, muss ich auch noch klären, wann wir wie weitermachen. Deswegen, ich bitte um Geduld, wenn wir uns heute Abend schon so versammelt haben und darüber reden, wie die Geschäftsordnung nicht nur auszulegen ist, sondern exakt umzusetzen ist. Nach parlamentarischer Übung ist die Sitzung infolge der Beschlussunfähigkeit auch dann aufzuheben, wenn keine Zweifel an der Beschlussunfähigkeit geäußert wurden. Dass in § 45 Absatz 2 der Geschäftsordnung des Bundestages genannte Merkmal des Bezweifelns der Beschlussfähigkeit ist entbehrlich, da die Nichtanwesenheit von mehr als der Hälfte der Mitglieder bereits zahlenmäßig erfasst wurde. Ich bin immer noch dabei, Ihnen zu erklären, was unsere Geschäftsordnung jetzt für diesen Fall vorsieht. Wenn ich jetzt entsprechend der Geschäftsordnung, und dazu bin ich gezwungen, gleich die Sitzung aufhebe, könnte sofort in dieser Minute der Präsident des Deutschen Bundestages, Herr Dr. Wolfgang Schäuble, für den heutigen Tag eine weitere Sitzung mit derselben Tagesordnung, die wir ja schon einmal vereinbart haben, siehe § 20 Absatz 5 der Geschäftsordnung des Bundestages, einberufen. Ich habe gerade eben vom Präsidenten des Deutschen Bundestages die Nachricht bekommen, dass er, wenn ich jetzt die Aufhebung der Sitzung entscheide, nicht beabsichtigt, heute eine weitere Sitzung des Deutschen Bundestages einzuberufen. Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bundestages ein auf morgen, Freitag, den 19. Januar 2018, 9 Uhr. Die heutige Sitzung ist auf der Grundlage des gerade festgestellten Abstimmungsergebnisses aufgehoben.